Hallo Leute und willkommen beim Spar-Mac. Ihr seht es schon, unsere Couch ist voller denn je. Heute machen wir so eine Sache, die wir eigentlich schon mega, mega lange mal machen wollten. Wir haben uns Leute eingeladen. Das ist ja nicht das allererste Mal, aber ich finde, heute ist es die allercoolste Kombination überhaupt. Ihr seht schon, die drei Jungs sind natürlich hier die Unbekannten. Sie sind Teil von den Samsung Snapshootern. Was das alles ist und so weiter, das wollen wir euch jetzt natürlich so erklären. Das Technik-VT und ich, wir werden uns heute eher zurückhalten. Oh ja. Einfach mal ein paar Fragen stellen. Und ja, die Jungs hier einfach mal reden lassen. Aber erstmal so, das ist ja total mega unhöflich. Erstmal vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid, dass das überhaupt geklappt hat. Und stellt euch doch erstmal vor, wer seid ihr? Was macht ihr so? Also ihr habt ja alle eine Instagram-Seite und so weiter. Legt einfach mal los. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr, sehr spannend. Tolle Couch, sehr bequem. Wollte ich immer mal auf so einer geilen Couch sitzen. Die ist berühmt. Wer sind wir? Ich fange einfach mal an. Ich bin der Martin. Ich heiße auf Instagram @videnka. Das ist mein Nachname. Ja, ich denke mal, während des Gesprächs werden wir noch ein bisschen drauf eingehen, was wir so tun oder was ich so tue. Aber grundsätzlich bin ich Instagrammer, der sich nicht selbst zeigt, sondern der einfach schöne Bilder macht und das meistens Richtung Travel und Urban. Okay. Ja, hallo, ich bin der Sven und ich nenne mich @SaltySoulsAndUrbanAdventures. Ich habe den kompliziertesten Namen, frag mich nicht warum, er hat mir gefallen, es ist einfach so. Ja, ich bin der Local hier in der Runde, komme aus Bochum und... Er wird heute noch ganz wichtig sein, aber das hört ihr dann alles gleich noch. Kein Druck. Ja, und ich freue mich natürlich auch über die Einladung und bin gespannt, was uns der Tag so bringt. Und ich befinde mich gerade in Elternzeit, deswegen habe ich viel Zeit zum Fotografieren und Reisen. Das ist so das, was ich gerade tue. Ja. Ja, hi, ich bin Dennis, Dennis Schof und @DennisSchof auf Instagram. Ich komme aus Dortmund und bin im Snapshooter-Programm jetzt seit 2014 von Anfang an mit dabei. Das ist auch schon so die perfekte Überleitung, weil das wäre auch schon meine erste Frage so. Ich glaube, viele fragen sich, was ist denn dieses Snapshooter-Programm überhaupt? Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal in New York waren, vor 1,5 Jahren, ja, war ich so in der Schlange, habe mich angestanden, so, um da reinzukommen zu dieser Samsung Galaxy S8-Vorstellung. Und wir haben halt uns auf Deutsch unterhalten und auf einmal kommt einer zurück, ey, Deutsche hier und so weiter. Und das war jemand von den Snapshootern. Aber erklärt doch mal den Leuten, was machen die Snapshooter? Was ist das Ganze überhaupt? Ich glaube, das ist die perfekte Frage, also erstmal um so zu starten. Ja, New York, du sprichst es an, also ich war auch mit dabei. Wir haben uns damals noch nicht gesehen, leider, aber... Unter den 10 Leuten, die mit dabei waren, haben wir uns irgendwie nicht gesehen. Aber was sind die Snapshooter? Vielleicht, weil du gerade fragst. Gute Frage. Ich habe die Frage jetzt nicht erwartet, aber ich bin, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Die Snapshooter, ehrlicherweise, ist es wirklich eine sehr geile Community, die aus aktuell 48 Mobilfotografen besteht und wir sind 3 davon. Wir dürfen das repräsentieren und die meisten, die dabei sind, machen eher so Urban, was wir so machen, wir 3 hier, deswegen sind wir auch heute hier. Dann gibt es sehr viele, die Landschaftsaufnahmen machen und auch Porträtfotografen sind auch mit dabei. Und das ganze Programm gibt es jetzt seit 2014. 2014 auch, ist auch das Jahr, wo damals Samsung auf Instagram draufgegangen ist und im Zuge dessen wurde diese Community gegründet. Deswegen, also was ich echt empfehlen kann, wer sich für Fotografie oder für mobile Fotografie interessiert, geht mal auf den Samsung Mobile Deutschland Channel drauf. Da seht ihr ganz viele Aufnahmen, die einfach mit den neuesten Devices aufnehmen. Die sind dann von euch quasi, oder? Auch. Unter anderem von uns. Also die Bilder werden gerepostet von den Fotografen, aber auch von normalen Nutzern. Also jeder, der die Hashtags verwendet, kann da auch gefeatured werden, wenn die Bilder gut genug sind. Ich habe mich natürlich auch vorher schon mal ein bisschen informiert und habe dann gesehen, ihr habt ja sogar eine eigene Seite bei Samsung, also wo ihr alle oder zumindest manche von euch vorgestellt werden. Aber ich habe gesehen. Du meinst auf der Webseite? Genau. Ja, auf der Webseite gibt es die Snapshooter als Rubrik und da gibt es Unterseiten von den verschiedenen Reisen, was genau. Du schon hast angesprochen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Genau. Also das ist tatsächlich sehr inspirativ, cool, ne? Ja, genau. Ja, genau. Also fand ich gut. Ja, das ist die Frage auch schon mal top beantwortet. Weiter geht's. Wir sind ja überhaupt nicht vorbereitet und meine Frage wäre jetzt gewesen, wie viele Snapshooter gibt es und seit wann gibt es die? Aber das haben wir gerade schon gelernt. 48 seit 2014, oder? Aber was ich noch sagen muss, was ich bei euch mega cool finde, ist, ihr macht ja alle Instagram, hast du eben schon erklärt. So. Ich finde, bei Instagram denkt man immer oft so ganz normal an so Influencer, die sich halt selbst irgendwie da in Szene setzen. Aber das ist ja bei euch tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also wie du schon gesagt hast, bei euch sprechen eher die Bilder für sich. Und das finde ich super cool. Also ganz wir sind jetzt nicht die Fashion-Blogger, genau, die sich selbst zeigen. Genau. Genau. Wir haben hier wirklich mit 3 Instagram-Mädels gerechnet. Und wir müssen euch enttäuschen, ne? Sorry, also leider nicht. Das hättest du doch jetzt nicht sagen sollen. Aber der Sven hat die blonden Haare versteckt, ne? Keine Angst. Die langen. Dann ist vielleicht auch noch so ganz interessant, was mich noch interessieren würde, das wäre vielleicht für dich optimal, wenn du sagst, du bist quasi Gründungsmitglied. Mhm. Wie lief denn das Ganze ab? Also musstet ihr euch da bewerben? Ist Samsung auf euch zugekommen? Oder kann ja jeder mitmachen. Genau.
Also mittlerweile gibt es unterschiedliche Wege. Man kann sich bewerben oder wird direkt von Samsung darauf angesprochen. 2014 wurde ich eingeladen nach Berlin von Samsung, wo das Programm erstmal grundlegend vorgestellt wurde. Und das Konzept hat mich einfach überzeugt. Das war eine wirklich nette Truppe. Und von daher bin ich von Anfang an mit dabei und seitdem auch mit Begeisterung dabei geblieben. Wir haben immer coole Unternehmungen, fahren in verschiedene Städte, bekommen die neuesten Devices vorgestellt und diese dann zum Nutzen. Also es macht wirklich viel Spaß. Das hätte mich jetzt auch noch so interessiert, also wenn ihr sagt, verschiedene Trips und so weiter, wie läuft denn dann sowas ab? Wie kann man sich das zum Beispiel vorstellen? Also sagt dann Samsung zum Beispiel, ey, wir fliegen jetzt nach New York so, oder wie läuft das Ganze ab? Im Prinzip ist es genau so. Also ich meine, das S8, von dem du gerade gesprochen hast, wurde ja dort vorgestellt und dann kannst du dich auch dafür bewerben. Und dann gibt es eigentlich immer Reisen genau an die Orte, wo das Handy vorgestellt wird. Zwischendurch gibt es dann auch Reisen. Also wir waren zum Beispiel zusammen in Rotterdam, hatten einen Workshop da mit Samsung zusammen und besuchen halt diverse Fotospots. Und das macht halt immer, es ist immer eine große Klassenfahrt. Na, also kommt den Eindruck habe ich tatsächlich auch da von New York. Also wieso, ja, ihr kanntet euch auch alle gut so. Ja, also das man kennt sich untereinander. Also es ist auch so, wie ich dazu gekommen bin. Also wir kannten uns aus Frankfurt, der Martin und ich. Martin war schon im Programm. Ich hatte ein Samsung-Handy und hatte Interesse an der ganzen Geschichte. Und dann habe ich einfach mal Kontakt aufgenommen und dann kam das so langsam im Lauf. Und ich bin jetzt auch schon seit dreieinhalb Jahren dabei ungefähr. Und möchte es auch nicht missen. Es macht mega viel Spaß und einfach dieser kreative Austausch halt auch. Ne? Ja. Ich muss nur sagen, weil du gerade die Reisen ansprichst, also irgendwie die coolste Reise war dieses Jahr in eine Stadt, die erstmal nicht so offensichtlich ist, und das war Kiew. Ja? Okay. Und da haben wir quasi alle das Note 9 getestet in Kiew, und Kiew beispielsweise hatte niemand so auf der Reiseagenda, sage ich mal. Kann man nur empfehlen, haben dann die geilsten Bilder gemacht, geiles Essen gehabt und das war eine super geile Reise. Und solche Events macht Samsung, gerade wenn die neuen Geräte rauskommen, werden wir alle eingeladen, also theoretisch die ganze Gruppe, ja, und dann werden fort quasi die Features getestet. Das, was wir auch heute hier vorhaben, ne, das haben wir da schon mal in Kiew. Gut, also ich meine, wer muss denn nach Kiew, wenn er in Bochum sein kann? Ich wollte mal sagen, von Kiew nach Bochum. Also, schön. Was soll das denn? Ja, genau. klar, aber du musst ja eigentlich Instagrammer sein. Es läuft, ist auf Instagram abgerichtet und bei uns ist es ja YouTube. Wir kommen sozusagen von der Nachbarplattform. Und bevor das sieht man nicht, wenn man auf dein Instagram kommt. Ich finde, danke. Ich gebe mein Bestes, um, bei uns war es ja, ich weiß ja nicht, wie ich bei euch war, wir haben YouTube angefangen, so aus reines Hobby und Spaß dran, um Leuten, was weiß ich, neue Technik zu zeigen. Ist das bei euch dann genauso gewesen? Erstmal Instagram, fängst du langsam an und dann steigert sich das Hobby und irgendwann planst du, was weiß ich, 100.000 Abonnenten zu haben und die Weltherrschaft an dich zu reißen? Ich fange gleich mal ganz kurz an, wie es bei mir gewesen ist, und dann können die Jungs weitermachen. Also Instagram, wissen wir alle oder auch nicht, gibt es seit 2010 für iOS. Ich habe es damals im April 2012 runtergeladen, als es für Android rauskam. Ich habe nie Apple genutzt, muss ich gestehen, immer Android. Und ich bin ja jetzt seit 2015 auch Snapshooter und seitdem auch sind alle Bilder mit Samsung gemacht. Damals, ganz ehrlich, ich habe immer schon gerne Bilder gemacht, Fotos gemacht, damals noch mit einer großen Kamera. Und seit 2012 habe ich das eigentlich alles mobil gemacht, habe das hochgeladen. Und wie auch bei euch, du erwartest ja nicht oder du hast ja nicht den Plan, irgendwann mal einen großen Account zu haben. Ja? Und deswegen, das ist alles organisch gekommen. Und dann gab es vor einigen Jahren noch die Möglichkeit, dass Instagram-Accounts quasi gefeatured hat, sogenannte Suggested User gab es damals, Dennis war damals, glaube ich, auch drauf, und damit hast du quasi neue Abonnenten hinzugewonnen und da waren wir drauf und dann hast du einfach so einen Push bekommen und bist größer geworden und dann hat sich das ergeben und dann irgendwann, ja, kommt eben beispielsweise Samsung auf dich zu und sagt, hast nicht Interesse in die Snapshooter einzutreten beispielsweise, ja, also das ergibt sich alles organisch, also ich glaube, wenn man verkrampft ist, wie überall, dann klappt das nicht. Und wenn man gelassen dran geht und quasi das Ding durchzieht, wo man Spaß dran hat, dann kommt das schon von alleine. Ja, den kann ich nicht nur anschließen. Also ich fotografiere schon, weiß ich nicht, seit Kindesbeinen gefühlt. Also meine Eltern haben mir mal irgendwann so eine Ritschratsch-Kamera in die Hand gedrückt und seitdem fotografiere ich. Und dann habe ich auch lange mit großen Kameras fotografiert, mache ich auch heute noch ab und zu. Und dann kam Instagram irgendwann raus für Android, ne? Und dann habe ich mir das runtergeladen und seitdem bin ich da. Ich habe nie geplant, ich möchte mal irgendwann 10, 15, 20.000 Abonnenten haben. Wie Martin schon gesagt hat, das ist irgendwie organisch gekommen. Ich habe einen kleinen Push bekommen, als ich dann auch bei den Snapshootern war, weil wenn man da mal gefeatured wird, ne, die Community ist ja recht groß, dann bringt einem das auch was. Und ja, ich glaube, ganz entspannt daran gehen und dann läuft das schon von alleine. Also das ist
da gibt es kein Erfolgsrezept hinter. Man fängt dann irgendwann an, selber so ein bisschen nerdig zu werden. Wie mache ich meinen Account optisch vielleicht? Aber das war es dann auch. Ne? Also, ja. Das hörst du oft irgendwie von den Instagrammern, irgendwie so, dass es so schwer ist, quasi, dass der Feed quasi gleichmäßig aussieht, dass alles zueinander passt. Und also, ich weiß nicht, vielleicht. Aber da gibt es tolle Tools, für, um das zu planen, wenn man das möchte. Also es geht alles. Genau, ja. Ja, ich wurde damals von meiner Frau quasi genötigt, mich dort anzumelden. Ja, da sie sehr viel Zeit auf der Plattform verbracht hat, saß ich daneben oder gelangweilt daneben auf dem Sofa und dachte, ich schaue mir das Ganze auch mal an. Hatte auch nie große Ambitionen, da jetzt einen riesen Kanal rauszumachen, um auch Werbedeals abzugreifen oder so. Mit der Ambition gehen da ja heutzutage viele Leute dran. Also bei mir ist das auch ganz organisch gewachsen. Mich hat es einfach nur fasziniert, dass man sich Bilder von Menschen auf der ganzen Welt anschauen kann und auch direkt mit denen kommunizieren konnte. Also das fand ich super an der App und das war ja auch ganz neu so auf dem Markt und das war der Grund, warum ich mich angemeldet habe. Cool. Da seid ihr alle echt schon lange dabei. Also krass. Gut, von dem Instagram-Thema vielleicht mal nochmal zurück zum Thema Samsung. Ihr nutzt ja, glaube ich, alle wahrscheinlich einen Note 9, oder? Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, kommt ihr damit, also das ist ja so das große Ding, der neue große Akku. Jetzt ist es aber so, also ich würde ja uns beide, das VT und mich, so als Heavy-User bezeichnen. Also das ist tatsächlich, ich schaffe es auch, an einem guten Tag diesen Akku leer zu bekommen. Ich glaube, ihr würdet das wahrscheinlich auch schaffen, oder? Oder sagt ihr wirklich so jetzt mit dem Akku, ich komme locker durch den Tag, auch wenn ich da zum Beispiel mal in Kiew bin und viele Bilder mache? Das würde mich mal interessieren. Läuft man dann als Instagrammer auch mit einem Note 9 noch mit einer Powerbank rum? Oder? Ja, genau. Also es ist wirklich Butterweidefische. Aber das ist jetzt tatsächlich nicht mehr nötig. Dank des neuen Akkus von 4000 mAh kommen wir selbst bei intensiver Nutzung den ganzen Tag über damit aus. Also Bilder zu schießen, Videos zu machen, zu bearbeiten, zu posten. Da reicht der neue Akku absolut aus. Und das macht es zum perfekten Begleiter. Ja. Ich kann nur hinzufügen zum Thema Powerbank. Ich habe meine jetzt bei eBay verkauft. Also ich nutze sie nicht. Nein, ist so. Ich nutze sie nicht mehr. Ne? Und ich, ne, bevor sie einstaubt. Wer hat denn die gekauft? Wer hat denn die Powerbank noch gekauft? Ja, noch andere Anbieter. Ne? Nein, ich meinte nur, also ich meine, wenn du die zu häufig genutzt hast. Egal. Gute Frage. Ich schließe mich mal an. Lauft ihr, ich denke mir immer so, Instagrammer, auch wenn ihr dann immer mal Videos dann zusätzlich nochmal aufnehmt, aber Fotos. Ist man dann bei euch oder auf eurem Niveau, braucht man dann noch eine Speicherkarte? Nutzt ihr Speicherkarten oder reicht der interne Speicher aus? Ach, das ist gut, ja, weil bei uns ist es immer so, dass viele rummotzen irgendwie. Wenn es kein Speicher kann nicht erweitert werden, was bei Samsung ja nach wie vor geht. Ja. Also, was du gerade sagst mit Fotos, also wir alle wissen auch, wo sich Instagram grundsätzlich hinbewegt und das wird immer stärker Video werden, auch gerade die Stories. Deswegen machen wir alle ja auch grundsätzliche Videos, ne, auch im Hochformat. Nicht wie hier 16:9, sondern eher im 9:16 Format. Aber ich muss sagen, also es ist schon echt krass, also wirklich halbes Terabyte, genau, muss man das mal überlegen, an internen Speicher, das ist schon geil. Also ich war jetzt auf Hawaii, habe einen Hubschrauberrundflug gemacht und habe da in Full oder in 4K die Videos aufgenommen. Ey, ohne Scheiß, das Ding ist, keine Ahnung was, wie viel Platz da noch drauf ist. Du musst dir echt keine Gedanken machen, dass es voll wird. Also es ist schon krass, muss man echt sagen. Ja. Jetzt hört ihr das auch mal hier. Ja gut, also ich bin ja auch der Meinung, so irgendwie viel interner Speicher, wie du jetzt sagst, 512 GB, damit sollte eigentlich jeder klarkommen. Aber das fand ich jetzt doch mal interessant, weil man hört ja immer so von den quasi professionellen Anwendern, die dann immer noch sagen, ja, ich brauche aber trotzdem noch so eine MicroSD-Karte. Aber es ist ganz nett, dass man dann trotzdem noch erweitern könnte. Aber wenn du selbst sagst, dass du selbst mit den Videos damit klarkommst, super. Dann habe ich noch eine Frage, die sich quasi dem Ganzen hier anschließt, ist auch schon fast so das Ende. Jetzt mal ganz ehrlich, reicht diese Kamera wirklich aus von dem Note 9? Also vor allem, jetzt haben ja schon einige von euch gesagt, ihr kommt von einer großen Kamera, aber sagt ihr jetzt wirklich so, die hat komplett meine große Kamera abgenutzt, ich nutze nur noch das Smartphone, alles was ich machen will, kann ich auch mit dem Smartphone machen? Oder gibt es doch noch so Szenarien, wo ihr sagt, da brauche ich eine große, normale Kamera? Ich fange ganz kurz an, weil ich das Mikrofon in der Hand habe. Seit 2015 sind alle Bilder bei mir auf dem Kanal mit dem Samsung gemacht. Also ich habe keine große Kamera mehr, die ist komplett eingestaubt. Und vielleicht, um das abschließend zu sagen, oftmals werde ich angeschrieben, wo die Leute fragen, mit welcher Kamera wurde das Bild aufgenommen. Wenn ich dann sage, es ist mit einem Samsung Galaxy und dann sind die verwundert. So gesehen, so viel zu deiner Frage. Also da geht einiges und gerade mit Tiefenunschärfe oder mit dem Live-Fokus von der Kamera, da holst du schon Effekte raus, die du eigentlich nur von großen DSLR-Kameras kennst. Das haben wir ja auch tatsächlich oft, also dass die Leute, was ist das wirklich mit einem Smartphone gemacht worden? Ja, cool. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich komme auch von der großen Kamera tatsächlich und
ich schätze einfach die Möglichkeit, dass ich egal wann einfach ein gutes Foto machen kann. Ne? Also egal, ich brauche nicht immer meine große Kamera mitschleppen. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe auch Fotos auf meinem Account, vielleicht ein Fünftel, die mit der richtigen Kamera gemacht wurden. Der Rest ist auch alles komplett mit dem Handy gemacht. Und ich bekomme genauso wie Martin auch regelmäßig Nachrichten. Und auch so Sachen wie Lowlight funktionieren ohne Probleme mit einem kleinen Stativ vielleicht oder so. Also man kann da schon auch im Modus ein bisschen spielen und wirklich wie mit einer großen Kamera einfach Einstellungen ausprobieren. Und das macht schon mega viel Spaß. Ja, ja, die Features, die die Handys heutzutage bieten, die reichen in der Regel tatsächlich aus. Ne? Also zum Beispiel auch mit dem neuen S Pen am Note in Kombination mit einem Stativ kann man echt richtig gute Bilder im Lowlight aufnehmen, ohne dass man Verwacklungen drin hat. Der Bokeh-Effekt im Live-Modus ist auch richtig geil. Also das macht wirklich Spaß. So auch der Bokeh-Effekt im Live-Modus, dass der Hintergrund verschwimmt. Man kann im Nachhinein dann noch die Unschärfe anpassen. Also das macht es schon zum richtig guten Gerät, mit dem man ordentliche Bilder machen kann. Das ist jetzt schon mal so die perfekte Überleitung, würde ich jetzt sagen. Weil, ja, ich meine jetzt diese Runde hier auf der Couch, das ist natürlich ganz kuschelig, das ist ganz cool. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon drei Profis hier haben, wollen wir denen doch jetzt auch mal so ein bisschen über die Schulter schauen. Wir gehen jetzt, beziehungsweise die vier gehen jetzt nach Bochum und machen einen Fotowalk, machen ein paar Bilder. Und das wäre auch noch so ganz interessant. Also ich muss euch jetzt leider verlassen, weil ich muss jetzt dann zum Flughafen. Und die haben noch einiges geplant, so quasi auch mit Lowlight und so weiter, um das noch zu testen. Aber was mich noch interessieren würde, welche Apps benutzt ihr so? Wie bearbeitet ihr das Ganze danach? Was gibt es für Tricks beim Fotomachen? Du hast ja schon den S-Pen angesprochen und so weiter, Stativ angesprochen. Bin gespannt, was ihr da mal so macht. Ich überlasse euch jetzt den Technik-Fault hier. Du wirst das schon mal ab, wenn wir uns wiedersehen, dann habe ich die ganzen Instagram-Tricks. Ich bin schon gespannt. Also ich bin jetzt da tatsächlich so ein bisschen neidisch. Ich sage schon mal euch vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr nochmal euch so die Zeit genommen habt. Ich fand es super cool, auch mal so ein bisschen die Insights zu bekommen. Also YouTube, da können wir ja immer erzählen, aber Instagram so, das könnt ihr viel, viel mehr erzählen. Bin jetzt gespannt, was da noch so rauskommt. Und dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg, oder? Wir gehen los. Ja. Gucken wir uns Bochum an. Auf, auf. Jetzt sind wir im Außeneinsatz und ich muss sagen, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben die schönste U-Bahn-Station Bochums gefunden. Du hattest recht, das ist eine nette Kulisse. Jetzt ist aber meine Frage gerade, was machst du da? Ein Foto. Und zwar in den Pro-Einstellungen quasi. Sprich, ja, man kann dort einfach ein bisschen spielen mit Belichtungszeit, mit Blende und so weiter. Und unter solchen Lichtbedingungen, die ja ein bisschen dunkler sind als draußen bei Tageslicht, kann man da ganz tolle Effekte rauskriegen. Und auf einem Stativ ist es deswegen, dass ich verwacklungsfrei quasi auslösen kann mit dem S-Pen. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. Also, gerade an Tagen wie heute, wenn es regnet, hast du oft Pfützen. Normalerweise natürlich auf dem Boden, aber auch hier ganz cool. Sieht man schon, wie das glänzt und spiegelt. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die Flucht hier. Ziemlich cool mit den Gebäuden im Hintergrund. Und um das ideale Bild zu machen, nehmen wir das Handy zwar im Hochkant, wie immer, aber wir drehen es um, weil dann die Linsen quasi unten sind. Ja, das sind wir näher am Boden. Und das machen wir jetzt einfach mal. Drehen das um, stellen das dann jetzt hier so hin. Und genau, dann sehen wir hier schon quasi das Bild 50-50 mit der Spiegelung. Und dann einfach nur noch abdrücken und losfotografieren. Und jetzt haben wir diese wunderschöne Treppe gefunden und du versuchst den Sven einzufangen. Genau, ich versuche irgendwelche besonderen Strukturen zu finden oder besondere Plätze und die auf meine Art und Weise zu interpretieren, etwas Neues zu schaffen und es irgendwie interessant darstellen zu können. Okay, und ich sehe, du bist im Automodus. Genau, ist, aktuell ja. In vielen Fällen reicht es auf jeden Fall schon aus. Sonst wechselt man einfach ganz schnell auf den Pro-Modus. Stellt die gewünschte ISO-Zahl und die Blende ein und kann dementsprechend dann noch vieles an Feinheiten aus dem Bild herausholen. Wie ihr seht, kann man mit der Blende noch schön arbeiten.
Lichtstärke einstellen auf ISO. Ist das Absicht, dass die Treppe genau in der Mitte ist? Genau, ich nutze solche Sachen für die Komposition des Bildes, platziere die dementsprechend entweder mittig oder ganz bewusst ganz weit außen, um viel Freiraum im Bild zu schaffen. Mhm. Okay, gut, Sven. Sehr schön. So, und jetzt von draußen wieder reingekommen. Wir haben all unsere Fotos im Kasten und jetzt bin ich gespannt auf die Geheimnisse der Nachbearbeitung. Erzähl mal, welche Apps benutzt du und was machst du damit alles? Also, erstmal wird alles natürlich mit dem Handy aufgenommen und dann benutze ich eigentlich nur zwei Apps und das ist einmal Snapseed und Misco. Mhm. Und das können wir jetzt einmal ganz kurz durchgehen. Gerne. In der Regel dauert es bei mir irgendwie maximal 5 Minuten, dann ist mein Bild fertig bearbeitet. Schieß los. Also Snapseed sagt mir was. Ich glaube, ich stecke noch Google hinter. Ja, genau. Ja. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Dann siehst du auch, was ich da bei in den Apps mache. Also siehst, die Ausbeute von heute ist ordentlich. Kam einiges rein. Ich habe schon mal ein Bild ausgewählt, was ich gerne posten werde. Und deswegen werde ich auch bearbeiten. Favoriten. Gehen wir hier drauf. Das ist das Bild. Mhm. Das ist so vorher, nachher. Also vorher und nachher machen wir jetzt. Da mache ich jetzt nicht so viel, weil das Bild ist schon ganz geil. Und dann ziehen wir das bei Snapseed rein. So. Und dann, hier hast du schon verschiedene Looks. Ehrlicherweise sind die eigentlich ganz gut. Also so, gerade so Pop passt da schon mal ganz gut. Du siehst, kommt schon ein bisschen raus. Ehrlicherweise, bei diesem Motiv mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich lasse das einfach so. Das ist schon nachgeschärft. Mhm. Du siehst das, das reicht schon mal aus, ja. Und dann wird es abgespeichert. Also das war schon Snapseed. Okay. Denn normalerweise würde ich es vielleicht zum Nachschärfen nehmen, aber hier muss man nicht viel machen. Das Motiv ist ja schon recht moody, das reicht völlig aus. Und dann suchen wir das mal ganz schnell in der Galerie bei Snapseed. Hier unten ist es schon. Und dann ziehen wir das bei Visco rein. Also auch wieder von der App zur nächsten App. Genau, vom Ordner dann in die nächste. Du siehst schon, das sind alte Bilder von Hawaii und so. Und jetzt kommen wir von Hawaii, Seattle, kommen wir nach Bochum. Natürlich. Aufstieg, alles. Ne? Also das ist sehr geil. Aber letztendlich ist es auch egal, wo man ist. Also man kann überall coole Bilder machen. Und jetzt sind wir hier in Visco drin. Und da hast du natürlich viele verschiedene voreingestellte Filter. Und ich benutze meistens HB1 oder HB2. Mhm. War ja mal eine Zigarettenmarke, glaube ich. Ja. Habe ich jetzt nicht gesagt. Und hier bei dem Bild siehst du jetzt schon, hier ist ein bisschen dunkler, hier ist ein bisschen heller. Ja. Wenn das hellere passt, ein bisschen besser zu dem Motiv. Und dann gehe ich drauf. Ich mache da nicht viel, ehrlicherweise. Ein ganz kleines bisschen Weißabgleich. Ich mache es ein bisschen in den Blaustich ein bisschen raus. Das war es schon. Sättigung ist jetzt eh nicht groß da. Nehme ich meistens auch einen Ticken raus. Was ich maximal noch machen würde, ich schaue jetzt gerade mal, ist so ein bisschen die Belichtung schauen. Wie sieht's aus? Ja, vielleicht maximal, aber ganz ehrlich, ganz leicht Kontrast noch in der Regel, also wirklich minimal. Das fertige Bild, was ich jetzt mache, immer bevor ich es poste, packe ich das auf Instagram rein und richte das aus, damit ich das dann direkt posten könnte. Und das machen wir jetzt mal fix. Ich lasse es zu Instagram rein und werde jetzt einfach noch kurz das Bild ausrichten. Damit, guck mal, weil hier oben, das gefällt mir nicht so gut. Hier oben die Ecke, das ziehe ich jetzt so gerade. Und ja, dann geht das hier oben auch genau raus, siehst du das? Geht genau, genau in die Ecke. Genau in die Ecke rein. Und dann, ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich noch unter 5 Minuten bin, aber ich glaube schon. Und das wäre jetzt das fertige Motiv und jetzt würde ich auch weitergehen und könnte das posten. Und das cool. Wird jetzt direkt so live gehen. Eine Frage, warum zwei andere Apps und kannst du damit so viel mehr machen als mit den voreingestellten Werkzeugen von Instagram? Da kommt immer mehr dazu, aber jetzt bei Visco beispielsweise, das ist einfach eine Gewohnheit. Ja? Und die Apps passen oder die Filter passen einfach zu der Stimmung der Bilder. Mhm. Letztendlich, gerade was Filter angeht, ist einfach ein bisschen so eine Gewohnheitssache oder ist was sehr, sehr Subjektives. Jeder mag Filter, auch die voreingestellten Filter bei Samsung kann man genauso nutzen. Aber ich habe einfach durch die Historie eigentlich immer Visco verwendet, mache das auch weiterhin. Okay. Und Snapseed ist aber ein bisschen so, um das nachzuschärfen, könnte man auch bei Instagram machen, ist einfach, jeder macht es anders. Das ist mein Weg und du hast gesehen, es geht relativ schnell. Ich bin auch, du heißt Faultier, ich bin auch sehr faul, was so die Bearbeitung angeht. Maximal 5 Minuten, dann will ich durch sein. Okay, krass. Aber cool, sieht auf jeden Fall, also vorher, nachher, schön. Ja, vorher, nachher, ich sag mal, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, aber das... Ja, aber das ist auch das Schöne, ganz ehrlich, weil letztendlich hast du ja so eine gute Kamera, die ja schon so ein gutes Bild aufnimmt und dann die Nacheinstellung ist minimal. Einfach. Trotzdem, wenn ich mir das jetzt so angucke, das ist so der Unterschied zwischen dem normalen Hobby-Instagrammer und dem Profi, sagen wir mal so.
Aber das machst du ja schon bei der Aufnahme. Das machst du nicht unbedingt über die Nachbearbeitung. Okay. Da finde ich schon, gerade hier jetzt, der Normale hätte vielleicht alles scharf gelassen, aber ja, so hast du dir quasi das Gelände rausgekommen mit den Wassertropfen. Oh ja. Und das ist letztendlich, was den Unterschied ausmacht. Sehr cool. Und ich finde, das ist ein Look, der sieht eher aus, als ob das mit einer richtigen Spiegelreflexkamera gemacht worden ist und nicht mit dem Telefon. Bei den Wassertropfen käme ich nie auf die Idee, dass es mit dem Smartphone gemacht worden wäre. Genau. Du musst einfach nah rangehen an das Objekt und dann siehst du, den Rest macht das Telefon mehr oder weniger automatisch. Sehr schön. Cool. Vielen Dank. Ja, bitte schön. Sehr schön. Also, auch an dich die Frage. Was sind deine Geheimnisse? Welche App benutzt du und was machst du damit dann? Ich nutze in der Regel zwei Apps. Snapseed und Visco. Mhm. Snapseed mehr oder weniger für die Basis, sprich Helligkeit, Kontrast, Sättigung und so weiter. Und Visco, um so einen gewissen Look hinzukriegen, damit ich so eine gewisse Einheitlichkeit in meinem Feed habe. Und ich würde jetzt hier quasi anfangen, das in Snapseed zu importieren. Und dann gibt es hier, das hat Martin glaube ich schon erwähnt, vorgefertigte Looks. Die nehme ich aber gar nicht, weil ich in meinem Kopf so einen kleinen Workflow habe, wie ich eigentlich immer so Bilder bearbeite. Das hat sich so angeeignet und ich fange immer an, dass ich so ein bisschen Struktur in das Ganze bringe. Ne? Du siehst, wenn ich jetzt hier drehe, ne, ändert sich das schon mal massiv. Und dann kann ich das noch so ein bisschen nachschärfen. Dann sieht das schon mal ein bisschen heller aus. Dann drehe ich das, weil es ist nicht ganz gerade, obwohl ich es auf dem Stativ hatte. Aber ich habe es nicht ganz gerade. Ich glaube, jetzt sieht das schon besser aus, genau. So, und dann kommt die Basis quasi. Ne? Also ich mache es ein bisschen heller, damit es ein bisschen mehr leuchtet. Mhm. So, ein bisschen Kontrast rein. Und ich habe dir angewundert, das merkst du vielleicht, da oben sind Zahlen. Ja. Die müssen immer gerade sein. Oh. Bei mir, aber ist ein anderes Thema. Ich nehme auch immer ein bisschen Sättigung raus, damit das nicht ganz so kräftig ist. Ambiente, du könntest jetzt in alle Richtungen spielen, man könnte es hell-dunkel machen. Hier machen wir es jetzt mal ein bisschen heller. So, ne? So würde ich es jetzt quasi machen. Was ich jetzt noch machen möchte, sehe ich gerade, ich kann auch auf einzelne Punkte gehen, hier vorne zum Beispiel, und den noch ein bisschen dunkler machen. Ja. Ne? Weil er ist mir gerade ein bisschen zu, wie soll ich sagen, prominent im Vordergrund. So, das wäre die erste App. Ne? Speichern das Ganze. Und dann würde ich hier reingehen und das Ganze noch in Visco importieren. Ja. Und da gibt es einen Filter, den ich nutze, von den Farben her einfach mein Lieblingsfilter. Bearbeite das und dann müssen wir ganz drüber scrollen. Wo sind wir? So, das hier ist mein Lieblingsfilter. U3 heißt der. Passt farblich einfach am besten. Und den kann man in der Stärke noch so ein bisschen, ne, variieren. Also jetzt ist es schon sehr dunkel. Ne? Und ich nutze nur so minimal was. Einfach um so einen gewissen Look hinzukriegen. So. Speichern und dann wäre das Foto schon fertig. Krass. Also auch so einen richtigen, eingefleischten Routine. Also, ne? Mittlerweile ist das so. Ich habe wirklich so einen Workflow entwickelt so in meinem Kopf. Ne? Also am Rechner kannst du das ja alles voreinstellen, wenn du möchtest, aber irgendwie hat sich das so abgespeichert. Ja, und so sieht das dann quasi fertig aus. Aber auch schön. Also ich stehe total drauf, was ihr da nochmal zusätzlich an Arbeit und Einstellung reinstellt. Bei mir ist es dann Instagram auf, Filter aussuchen, naja, Filter dann auch wechseln von, was weiß ich, meistens 10% nur Filter, ja, und das war's. Und wenn ich dann überlege, oh, ich könnte das Bild ja noch begradigen, Schärfe, Sättigung. Kannst du alles machen. Und bei mir geht es teilweise so weit, ich habe noch eine weitere App, wo ich quasi meinen Account planen kann, wenn ich möchte. Also ich kann jetzt das Foto. Welche App? Preview. Preview. Ne? Also da ist der Name Programm. Und da kannst du einfach Fotos reinladen. Ja. Jetzt nehme ich das letzte Foto, das ist das, was ich jetzt bearbeitet habe. Und dann habe ich es da drin. Als ob du es jetzt schon gepostet hätte quasi. Und jetzt könnte ich mir noch mehr Bilder reinladen. Ich könnte die Fotos hin und her schieben, um einfach zu sehen, wie könnte der Look gut aussehen hinterher. Das ist ja krass. Also das ist schon, also wirklich, wenn du dann deine komplette Instagram-Profilseite planst. Und genau. Also, ne? Na, also ich versuche immer irgendwie drei Bilder nebeneinander zu haben, die thematisch zusammenpassen. Ja. Und deswegen die App. Das macht die Arbeit ein bisschen leichter. Sehr cool. Genau. Schön, cool, ja, danke. Gerne. Und auch an dich die Frage, welche App benutzt du und was treibst du damit? Lass mich raten, wenn du jetzt auch Snapseed und Visco sagst, ja? Zu 50% richtig. Oh, eine von einem. Wir lernen eine neue App, sehr schön. Und was sind deine Geheimnisse? Snapseed reicht für mich absolut aus unterwegs, um meine Bilder zu bearbeiten, dass sie mir gefallen. Visco nutzen ja viele Leute für Filter, was einfach nicht mein Ding ist.
Und von daher reicht Snapseed in den meisten Fällen tatsächlich unterwegs für mich aus. Die App bietet alles, was ich für meine Bearbeitung brauche. Und zwar ist das in der Regel tatsächlich einfach so. Über die Feinabstimmung gehe ich immer ein bisschen heller. Nehme immer ein ganz klein wenig Sättigung raus. So knapp unter 10 meistens. Ambiente hilft häufig, um in dem Bild noch ein bisschen mehr Stimmung geben zu können. Das sind so die Grundeinstellungen, die ich jedes Mal nutze. Und weiter hilft es immer noch bei den Details und der Struktur immer ein bisschen noch rausholen zu können. Dann wirkt das Ganze noch ein bisschen klarer und schärfer. So. Bei dem Bild habe ich es vorher schon so ziemlich im Kopf gehabt, wie ich es haben wollte. Von daher habe ich dann auch relativ wenig Nachbearbeitungszeit. Natürlich setze ich noch den entsprechenden Rahmen, das Format, das ich nutzen will. Und achte dann häufig hierbei auch, dass der Beschnitt noch passt. Hierbei siehst du, dass ich dann Martin im linken Drittel anordne, die Füße im unteren Drittel. Auch wirklich, du spielst wirklich mit den Linien, also du guckst, dass das mit den Linien ausgerichtet ist. Ja, selbstverständlich, ganz klassischer Bildaufbau. Okay. Ja, das machen halt auch, finde ich, gute Bilder aus, dass der Bildaufbau in dem Fall einfach stimmt. Ne? Klassisches Drittelverhältnis beispielsweise oder mittig, damit spiele ich ganz gerne. So, viel mehr ist bei dem Bild gar nicht nötig, weil ich, wie gesagt, vorher schon irgendwie die Komposition direkt im Bild hatte, die mir gefallen hat. Die Lichtverhältnisse waren gut und das reicht dann meistens schon 5-6 Schritten aus. Ich bin innerhalb von 2 Minuten häufig fertig mit der Bearbeitung. Ich halte mich da gar nicht lange mit auf. Und das war's dann? Keine andere App mehr für Filter und dann auch keine Instagram-Filter? Richtig, genau. Also ich verzichte komplett auf die Instagram-Filter. Visco zum Beispiel nutze ich halt wirklich gar nicht. Ich versuche einfach auch, dadurch, dass ich auf Filter verzichte, das Ganze möglichst so wiederzugeben, wie ich es vor Ort auch wieder vorgefunden habe. Schön. Auch ein netter anderer Ansatz. Gefällt mir. Aber auch da nochmal, ich wiederhole es zum 20. Mal. Also wenn man dann sich doch nochmal ein bisschen mehr Mühe gibt, sieht schon noch mal ein Ticken besser aus. Das war unser Tag mit den Samsung Snapshootern. Und mir bleibt nur zu sagen, Jungs, vielen lieben Dank, war ein echt cooler Tag mit euch. Ich habe so viel gelernt und hoffentlich die Zuschauer auch. Und ich gebe Franz die Tipps natürlich auch weiter. Und ich habe so viel gelernt, allein, dass es nicht nur Instagram ist, ein Foto machen, Filter drüber jagen und online stellen, sondern man kann da natürlich noch so viel zusätzliche Arbeit reinstellen. Und mir bleibt auch nur noch zu sagen, abonniert die drei, guckt mal auf deren Instagram-Accounts vorbei, denn das ist wirklich Arbeit, die da drin steckt und das sieht auch sehr, sehr, sehr cool aus. Ja, wir blenden das natürlich ganz ein, verlinken unten die Kanäle und nochmal vielen Dank, dass ihr heute Zeit hattet. Vielen Dank auch. Dankeschön, danke an euch. Tschüss.